Und da sind wir schon wieder bei Assassin's Creed Brotherhood. Weiter geht's. Wir haben hier noch so kleine Missionchen. Und was ist das hier? Okay. Das ist auch neu. Soll uns wahrscheinlich etwas leichter nach oben zu kommen. Klappt ganz gut auf jeden Fall. Und da ist auch schon die nächste Mission. Hallöchen. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm. Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. So, dann finden wir den mal. Der scheint sich ein bisschen zu drücken vor der Arbeit. Aber das werden wir ihm gleich mal sagen. Mit dem hier. Salve, Messer. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten Geht doch. Haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl, muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Habe ich schon sowas Tolles. Aber hör mal, du kannst trotzdem nicht hier einfach faulenzen, ne? Die Kanonen, die funktionieren noch nicht so ganz. Und du musst da schon mal was machen, ne? So können wir das nicht, ne? Ich bezahle dich hier, weißt du? So geht das nicht. Kollege. Dann mach mal hinne hier. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Oh, schön, wir dürfen auch mal ein bisschen üben. Und prüft die Ausrichtung. Oh Gott, die sind aber ganz schön schwer. Ich schieße mit rechts, das ist aber auch ein bisschen seltsam. Die Zielvorrichtung ist in Ordnung. Das Problem ist hinter der Kanone. Will er mich beleidigen? Ich glaube, da muss ich was an der Steuerung ändern, wenn das so bleibt. Es kann natürlich sein, dass es auch nur bei der Kanone ist. Würde mich aber wundern. Boah, die lässt sich aber richtig scheiße drehen. So. 3 von 5 Zielen haben wir. Wir versuchen es mal in die Ferne. Ja, ganz vorsichtig. Jawohl, das klappt auch ganz gut. Und dann das da unten noch. Ich glaube, das ist so ein bisschen weiter unten, ne? Genau. Nee, immer noch nicht getroffen. Nochmal. Gibt's ja nicht. Ein bisschen weiter raus. Haben wir's? Jawohl. Perfetto. Geil, ne? Einer hier weiß, wie man schießt. Ja, ne? Zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Sehr schön. Da haben wir den Leuten hier super geholfen und können uns jetzt wieder in unsere schöne Villa, die da hinten steht, begeben.
Hoppala. Können wir da drauf springen? Uiuiui. Das war ein bisschen zu weit. Kein Problem. Die Richtung stimmte ja. So. So. Und da sind wir auch schon wieder da. In dem guten Heim. Ach, schön. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder. Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Ja, so ist das eben. Wir sind eben ein guter Mensch. Und wir müssen, glaube ich, jetzt hoch, ne? Ja, da oben sehe ich es schon blinken. Auf nach oben. Sieht man auch da unten an dem Zeichen, ne? Wenn ich jetzt hier runtergehe, bei den Meter an der Karte dort, ne? Dann geht so ein Pfeil nach oben. Coole Sache, da haben sie schon wieder was Schönes eingebaut. Und dann gehen wir mal hier rein. Erstmal baden. Hallo. Willkommen daheim. Ja,
möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Oha. Merda, ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Oh, oh, oh. Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la Vittoria. Insieme. Onkel. Sei achtsam. Bin ich. Ja, und das war klar, dass wir nicht lange unsere Ruhe haben. Schon geht's weiter hier. Wow. Jetzt reiten wir hier mal flott durch die Stadt. Auch ganz cool gemacht auf jeden Fall. Oh oh. So. Und dann geht's weiter übers Dach. Wow. Auch hier haben wir keine Ruhe. Alles ein bisschen hektisch gerade. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss!